Hallo, liebe Interessenten an Herzratenvariabilitätsbiofeedback oder allgemein an Herzratenvariabilität, kurz HRV. Ich möchte Ihnen in diesem Video einmal unser Konzept, das Konzept von Mindfield zu diesem Thema HRV vorstellen. Die HRV ist ja ein weites Feld, wo es eingesetzt wird im Bereich des Trainings, des Coachings, des Sports, der ganzen Stressmedizin, aber auch eben der Kardiologie durchaus. Und wir als Spezialisten für Biofeedback haben uns unser Konzept nun auch um das Thema Biofeedback aufgebaut. Natürlich auch mit einem Aspekt der Analyse und Befundung mit drin, der sicherlich hier stärker ist als bei anderen Biofeedback-Verfahren. Und ja, bei uns besteht das Konzept HRV aus mehreren Komponenten. Die möchte ich Ihnen im Folgenden einmal vorstellen. Aus unserer Sicht braucht es für ein Training oder eine Nutzung der HRV einmal eine Kurzzeitmessung, eine Langzeitmessung und eine gute Analysesoftware und natürlich auch eine Biofeedback-Komponente, um nicht nur die HRV zu bestimmen, sondern auch wirklich zu trainieren, zu verbessern und zu optimieren, einen Trainingseffekt dadurch zu erlangen. Für die Kurzzeitmessung und das Training gibt es die Komponenten des eSense, der eSense Puls. Das ist ein Brustgurt, der unter der Kleidung getragen wird und per Bluetooth mit unserer Smartphone eSense App verbunden wird. Und in dieser App können Sie die Messdaten auf ausführliche Weise sehen, rückgemeldet bekommen und ein Biofeedback-Training durchführen. Kurzzeitmessung, wie gesagt, darunter verstehen wir das, was vielleicht ungefähr eine Stunde beinhaltet, maximal, meistens etwas weniger. Und auch ein Zeitbereich, wo jetzt ein Biofeedback-Training stattfindet, ist häufig irgendwo im Bereich von einer Stunde maximal. Es ist besonders einfach mit dem eSense das Ganze zu machen. Es ist schnell, es ist präzise. Der eSense ist ein Einkanal-EKG mit 500 Hertz Sampling und erlaubt dadurch wirklich eine sehr gute Aufzeichnung und Rückmeldung der HRV. Und wir haben viele innovative Funktionen in die eSense App dazu eingebaut. Mit dem Preis von 129 Euro aktuell, Stand April 2020, ist der eSense also sowohl auch für Privatleute erschwinglich, denke ich, und für den professionellen Einsatz natürlich erst recht. Dann gibt es als zweite Komponente unsere MindMaster-Geräte. Der MindMaster Bio und auch der Bio Neuro beinhaltet die Möglichkeit, einen Pulssensor hier anzuschließen, einen optischen Pulssensor für ein schnelles Biofeedback-Training und aber auch die Möglichkeit, hier ein EKG zu machen für eine präzisere Messung der HRV. Denn aus unserer Sicht ist immer ein EKG wirklich notwendig, wenn es um die Bestimmung der HRV-Analyse geht. Und er bietet in der Kombination auch eben die Möglichkeit, bis zu zwei Atemgurte für Brust- und Bauchatmung anzuschließen, um damit die Atmung zu erfassen und auch parallel darzustellen in einem Trainingsbildschirm mit der Herzratenvariabilitätskurve. Das ist sozusagen hier die Profilösung für das HRV-Training und kommt mit einer umfangreichen Biofeedback-Software für Windows, wo es eben ein HRV-Modul gibt, wo ausführliche Möglichkeiten der Rückmeldung auf verschiedenen Wegen, Video, Kurven, Musik etc. gegeben sind. Das sind also die beiden, auch da wiederum beim MindMaster, Kurzzeitmessungen im Fokus und der Biofeedback-Trainingsaspekt. Das sind also die beiden Komponenten, MindMaster und eSense für Kurzzeitmessung und für Biofeedback-Training. In beiden Fällen lassen sich die Messdaten exportieren als Excel-Tabelle, als RR-Abstände, die man braucht, um sie dann weiter analysieren zu können. Und dazu kommt dann die Software Qbios. Qbios, die ich hier mal auf unserer Webseite zeige, Qbios HRV Premium. Das ist eine finnische Software und kommt von der finnischen Universität in Helsinki und ist, ja, wenn man so will, würde ich behaupten, in der Wissenschaft mit der Goldstandard für die HRV. Es gibt über 1000 Publikationen, wo Qbios verwendet wurde. Und daher ist es also eine sehr valide, sehr ausgereifte Software, die mittlerweile den Sprung etwas von der
aus dem rein wissenschaftlichen Umfeld geschafft hat und eine schöne Benutzeroberfläche hat und auch eben eine gute Auswertung, also eigentlich eine umfangreiche Auswertung, wie man sie sich kaum vorstellen kann, möglich macht. Alle Parameter, die es irgendwo, die irgendwo eine Rolle spielen in der HAV-Analyse, sind in Qubius enthalten und auch aber eben schöne Darstellungen und PDF-Reports, die man generieren kann. Es gibt eine kostenlose Standardversion zum Ausprobieren unter qubius.com und wer dann Gefallen an der Software gefunden hat und eben auch bessere, noch professionellere Auswertungen der Messdaten von eSense und MindMaster vornehmen möchte, der kann das dann mit der Premium-Version tun. Die kostet aktuell Stand April 2020 340 € netto, 404 € einmalig und lebenslang gültig die Lizenz. Und ich denke, es ist ein fairer Preis für ein wirklich absolut leistungsfähiges Softwarepaket zur HAV-Analyse. Dann der letzte Aspekt für das Thema, für das Konzept HAV ist der, ist ein kleines Miniatur-EKG-Gerät für Langzeitmessungen. Weil aus unserer Sicht spielt es dann auch eine wichtige Rolle, einmal eine Bestandsaufnahme zu machen mit durch eine 24-Stunden-Messung. Das ist, was eben üblicherweise gemacht wird. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem wirklich hochwertigen und vor allen Dingen kleinen, leichten EKG und sind mit dem Pharos 180 fündig geworden. Zufälligerweise auch ein finnisches Produkt, hat aber mit Qubius nichts zu tun. Und das Pharos 180 ist eben ein winzig kleines Messgerät, aber hochpräzise mit über 1000 Hertz Sampling, was man für die optimale HAV benötigt. Und dazu kommt so ein Sensorkabel hier. Und es wird mit einfachen EKG-Klebeelektroden benutzt, die man einfach hier ranklippt, das Ganze ansteckt und dann natürlich auf der Haut klebt, so dass es ungefähr hier so auf dem Brustkorb klebt. Und der große Vorteil ist wirklich das geringe Gewicht. Wir haben hier 20 Gramm, es ist auch noch wasserdicht, man könnte damit sogar prinzipiell duschen. Und man vergisst es als Träger einfach, dass man so ein Gerät gerade trägt, und das ist bei 24 Stunden sicherlich ein wesentlicher Aspekt, weil man ganz normal seinem Alltag nachgehen soll und auch im Schlaf nicht von dem Gerät gestört wird. Es kann sogar mehrere Tage aufzeichnen, wenn die Aufzeichnung wird einfach nur über einen simplen Druck auf diesen Knopf hier vorne gestartet und läuft dann und kann nur beendet werden, indem man einen sehr langen Druck ausübt oder das Gerät abzieht. Das kann also nicht aus Versehen passieren. Und dann hat man die Messdaten hier direkt gespeichert in diesem kleinen winzigen Gerät, schließt es mit einem USB-Kabel an einen Windows-PC an und kann die Messdaten mit einem Tool auslesen. Eine weitere Software zur Analyse ist nicht dabei beim Pharos 180. Dafür ist dann wiederum die Software Qubius notwendig und absolut sinnvoll, um dort auch eben 24-Stunden-Messung auszuwerten. Die Länge der Auswertung ist in Qubius keineswegs begrenzt in irgendeiner Weise. Und ja, das Ganze zusammen, das Pharos kostet um die 800, zwischen 800-900 €, ist sicherlich dadurch nicht ganz günstig, aber für ein klinisches, hochwertiges 24-Stunden-EKG sicherlich auch von der Qualität ein guter Preis. Und ja, in der Kombination, das ist unser HAV-Konzept, Kurzzeitmessung, entweder mit dem Gesamtpaket, mit dem Profipaket des MindMaster-Gerätes oder für Einsteiger oder eben auch Privatanwender hier der eSense Pulse als günstige Variante eines EKG-Brustgurtes mit einer eSense-App auf dem Smartphone und für Langzeitmessungen das Pharos 180, all diese Daten von all den drei Geräten dann auszuwerten mit der Software Qubius HAV Premium. Man bekommt eine tolle Auswertung der Messdaten und kann den Trainingsfortschritt sehen und kann sehen, wie sich Biofeedback auswirkt. Ja, soweit zu unserem Konzept für HAV. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Natürlich sind die Komponenten auch einzeln einsetzbar, aber ebenso richtig rund wird die Sache, wenn man es alles kombiniert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie sich gerne die weiteren Videos auf unserer Webseite an und in unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank. Tschüss.